Auf dem Markt für Internetsuchmaschinen unbekanntes Zeichen nehmen ist Google mit Abstand Marktführer. Mehr als jede zweite Suche wird darüber ausgeführt. Doch das Unternehmen ist umstritten bei Daten- und Verbraucherschützern. Der Vorwurf, Google sei darauf aus, Nutzerdaten zu sammeln, um damit Geld zu verdienen. Grund genug, bei dem Wissenschaftler Dr. D. Seltzamkenzi nachzufragen. Halten Sie Google für gefährlich? Wer ist Google? Man sieht mit unvollständiger Außensicht auf ein extrem schnell wachsendes Unternehmen, und was die da tun, ist vielen unheimlich. Ein Monopol, das am besten zerschlagen werden muss? Ein Datenkrake, wie die Presse Google gern bezeichnet. Bleiben wir bei den Fakten. Was Go unbekanntes Zeichenglieder sammelt, sind in der Regel eben keine persönlichen Daten über Menschen oder Unternehmen. Wie denn auch? Über eine im Browser installierte Toolbar oder ein Cookie bekommt der Suchgigant bei einigen Usern mit, wohin deren Computer im Web surft. Das geschieht anhand einer generierten Zufallsnummer. Wechselt man Rechner oder Browser, verweist das alte Profil. Google kennt also Bewegungen unbekanntes Zeichengehen im Web. Falsch, die Bewegungen einer Nummer. Dahinter steckt auch schon mal eine E-Mail-Adresse, wie zum Beispiel himbertoni-44. Damit ist weder ein Name noch eine Adresse verbunden. Und Adressen dürften Google gar nicht hinter unbekanntes Zeichen assoziieren. Adressen für Werbung sammeln zu wollen ist very old economy. Vertrauen ist das eigentliche Kapital, aber packen wir die Frage doch betriebsunbekanntes Zeichen wirtschaftlich an, was ist Googles elegantly unbekanntes Zeichen Case Kapital? Die vielen Rechner, Daten unbekanntes Zeichen Leitungen oder Festplatten? Nein, es ist das Vertrauen der Menschen. Wird Go unbekanntes Zeichen glebösel und verkauft nachweisbar auch nur einen einzigen Datensatz, was passieren? Die Medien werden Google in der Luft zerreißen, und die Nutzer werden zu Recht aufschreien. Ab dann würden wir Google nicht mehr nutzen wollen. Die Folge wäre wohl ein Aktienkurs, der in den Keller donnert. Ende des Höhenfluges. Dass bei Google viele Daten anfallen, bleibt unbestritten. Dass Google die Daten sammelt, auswertet und nutzt, um einer namenlosen Nummer noch bessere, individuelle Werbung oder SEO unbekanntes Zeichenergebnisse zu präsentieren, dürfen wir vermuten. Ich bin fast fair unbekanntes Zeichen sucht zu SA unbekanntes Zeichen gehen, dürfen wir hoffen. Denn das bringt uns ja auch einen konkreten NAT unbekanntes Zeichen 10. Wenn ich als Golfspieler suche und nicht ständig Ergebnisse von Autos B unbekanntes Zeichen komme, wird mich das stören oder ist es nützlich? Google muss gut sein. Das dort gelebte Firmenmotto, Don't be evil, sei nicht böse, ist überlebensnotwendig für das Unternehmen. Es gibt für alle Bereiche genügend Alternativen, wenn auch nicht so gute. Aber ein Abwenden von Google kann für jeden Nutzer im Prinzip sofort erfolgen. Wir dürfen sicher sein, dass Google dies weiß. Google ist von uns, von unserem Vertrauen abhängig, nicht unbekanntes Zeichen kehrt. Es geht nicht um die Suchmaschine Google. Es geht um die Konzentrate unbekanntes Zeichen on von Internetdiensten, mit denen über Personen, Organisationen und Entwicklungen genaue Dossiers erstellt werden können. Das Google-Imperium ist das zurzeit beste Beispiel, wie dies durch die Verknüpfung einer Suchmaschine mit an unbekanntes Zeichen deren Diensten möglich ist. Google ist die größte Detektei, die es je gab. Durch die Verknüpfung von Daten. Aus der Vielzahl seiner Internetdienste hat Google detaillierte Informationen über Personen, und nicht nur Personen. Google verwendet diese für gezielte Werbung. Google wird, wenn die Übernahme von DoubleClick nicht doch noch kartellrecht unbekanntes Zeichenlich verhindert wird, gefährlicher Mono-unbekanntes Zeichenpolist bei der Online-Werbung. Genaue Informationen über Personen sind gefähr unbekanntes Zeichenlich. Firmen können sie bei Einstellungs-G unbekanntes Zeichensprechen verwenden. Eine Regierung bei der Bekämpfung von Opposition allen. Eine kriminelle Organisation für Erpressungen.
und so weiter. Google sammelt legal Informationen. Aber wie verhält sich? Gefährdet Google den Aktienhandel? Google weiß mehr über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen, als wirtschaftsunbekanntes Zeichen Forschungsinstitute erarbeiten können. Ein Wissen mit 99% Sicherheit, wie sich Immobilien oder Rohstoffpreise und so weiter entwickeln, gefährdet das grundunbekanntes Zeichenkonzept des Aktienhandels. Gefährdet Google Schule, Wissenschaft und Gesellschaft? Researching is being replaced by the Yaking. Das Schreiben von Berichten in Schule und Unis wird immer mehr zu einer Übung in Kappe-Paste. Das selbstständige Erarbeiten von Zusammenhängen und das Lesen komplexerer Abhandlungen geht verloren, wenn Google uns häppchenweise unbekanntes Zeichen Sehinformationen in Blogs anbietet. Was ist zu tun? Jede Regierung regelt die Zulassung von Medikamenten, die Verordnung der Schulpflicht, und so weiter. Das Internet und seine Anwendungen sind so wichtig geworden, dass auch dafür Grundregeln eingeführt werden müssen. Wir haben Google zu danken, dass es uns beweist, wie notwendig das ist.